Aha, Heimlichkeit für zwischendurch. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ciao. Aber was ich weiß, ist, dass ich dich über alles liebe und dich nie verlieren will. Außerdem, so, den Samstag machen wir dann gleich zu BK. Können wir meinetwegen machen. So. Aber so oft werden wir nicht zu BK können, also beziehungsweise müssen wir uns damit ein bisschen zusammenreißen. Warum? Wegen dem Geld. Ich habe mir heute jetzt auch nur eine Burgerparty geholt, weil 6 Burger für 5 Euro, normalerweise würden die, wenn ich die einzeln so bestellen würde, wäre ich dabei 8,97 Euro, nee, 8,95 Euro oder 94. Und ich noch nichts gegessen habe und gerade noch so einen hässlichen Fünfer hatte, so ein Monopoly-Geld-Fünfer und... Oh ja, die sind echt hässlich. Ja, ganz ehrlich, ey. So Leute, wie hässlich schon die Monopoly-Scheine? Ja, die 9,5 Euro, da könnt ihr ruhig mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Also wir finden die richtig gay, also... Und irgendwie 80% der Befragten, Freunde, andere Leute, halt alle, die ich gefragt habe, finden den auch total doof. Also, ja, und ich glaube auch nicht, dass der so viel sicherer sein soll. Also, nur weil er jetzt schöner aussieht, angeblich. Sie haben alle Angst, ihn zu kopieren, weil es ist jetzt doch mehr auf verbreitet. Im Gegenteil, sieht jetzt so künstlich aus, dass man es sogar noch mehr für Falschgeld halten könnte und es, glaube ich, sogar noch einfacher ist, den zu fälschen. Aber jetzt kommen bestimmt so, oh Gott, einige Experten, die so meinen, oh nee, die haben da voll so ein Zeichen und so, wo man voll so im Licht hinzielt und dann sieht man das. Ja, Alter. Ja? Guck mal, ein ganz alter und ein neuer. Oh, nee. Siehst du diesen Premium-Unterschied an Sicherheit? Den Monopoly-Geldschein will keiner mehr fälschen, er ist zu hässlich dafür. Das war bei dem ja dieser... Du hast den ja gerade an, da ist ja nicht mehr dieser silberne Streifen an der Seite, wie bei dem Fünfer, normalen, alten. Doch, echt? Auch anders. Da fehlen halt zwischendurch ab und zu mal ein paar kleine Stücke. Ich finde den trotzdem gay. Ach so, ja. Ja, aber trotzdem so viel besser ist er. Nee, auch nicht. Fuck you, ey. Na gut, als einziges, da was noch mit dran anders ist, ist erstens die Unterschrift, zweitens, dass es ein übelst hässliches Grün ist. Und was auch immer das für eine Farbe sein soll. Inklusive das Wasserzeichen, das ist auch. Da ist jetzt irgend so eine hässliche Schlampe drauf. So, an dieser Stelle nochmal liebe Grüße an Frau Angelika Merkel. Nein, das ist sie nämlich nicht. Ist sie auch nicht, weil ich habe Angelika gesagt und nicht Angela. Doch, sieht man ganz leicht. Da. Ja, das ist die heilige Maria da. Also, Schlampe so. Ja, Jungfrau war die sowieso nicht, hat er mit ihr den Priester da rumgemacht, aber... Sie hat mal richtig durchnehmen müssen. Nicht so förmlich. Was ist denn, ihr habt voll den Hardcore-Gangbanger, aber also ich durfte erstmal richtig Deep Throaten, ey. Bei den alten notgeilen Säcken, ey. Auch hier, na. Das Orakel. Ist klar, dass sich die alten Böcke nur die schönsten Weiber raussuchen für sowas. Für was wohl, ey? Unter Drogen setzen und erstmal abfüllen, ey. Schatzi, guck mal. Immer noch da. Was ist denn das? Das ist von, das ist vom Camping. Was hast du noch? Ja. Echt? Ja. Na gut, ich hebe auch jeden Scheiß auf, den wir mal bekommen haben. Inklusive uns Puppel, die alle unter dem Tisch leben können. Das halte ich für ein Gerücht. Nein. Hast du ihn letztens wieder sauber gemacht? Er hat schon geklebt. Ja gut, das Knistern ging mir halt bis... Ja. Mal kurz, Mama. Alter, das Corruption geht mir jetzt gerade so ein bisschen auf die Nüsse, ey, aber ich brauch dieses scheiß Rotten Flash, ey. Rotten Schank, oder? Ja, Rotten Fick halt, ey. Oh. Warte, ich hatte doch gerade so einen richtig geilen Jingle im Kopf, so.
Iter, 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 oh, ein Iter, 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 oh. Ich nehme gerade ab und was macht dieser Penner? Er legt auf. Das kenne ich. By the way, hast du mich gestern angerufen? Ja. Weil ich einen Anruf mit einer privaten Nummer hatte und das da sein könnte, dass du vielleicht mit irgendwas anderem angerufen hast. Also Ruf zurück. Ich kann keine private Nummer zurückrufen, weil die Nummer. Das. Weil die Nummer nicht da ist. Ist halt das Doofe. Allerdings, ich wäre da auch nicht rangegangen. Also, ich habe den Anruf nicht mitbekommen, aber ich wäre nicht rangegangen, weil ich gehe bei privat und unbekannt nicht ran. Ja, da kann ich schlimmer über mein Alter sind, die anrufen, die mein Alter sind, Karte. Tja, wenn du auf Enttäuschung stehst. Ich weiß ja nicht, dass du es bist. Wenn da unbekannt steht oder privat. Man hat denn der gedingst, angerufen. Ach, das kann ich dir sagen. Moin. Anrufliste. Gestern um 14.17 Uhr. Kann ich gar nicht gewesen sein. Dachte ich mir auch, aber wie gesagt, ich weiß ja, wenn du anrufst, dann wirst du es wahrscheinlich mit deiner Nummer machen und nicht mit irgendwas anderem. Mhm. Wie gesagt, das letzte Mal hatte ich einen verwirrten Italiener dran. Der wollte irgendeinen Don Lucas oder so sprechen, also. Kennt Don Lucas. Allerdings, naja. Ich wollte das Gespräch auch nicht unnötig in die Länge ziehen, nicht, dass ich nachher dann in irgendwelche Mafia-Geschichten verwickelt und nachher Menschen töte. Obwohl das wahrscheinlich mehr Spaß machen würde als. Ja, Schatz. Als mein jetziger. Warte, warte. Schatz, ich mach sie nicht. Ah, hessische Mailbox verzieht dich! Verzieht deine Mailbox, ist scheiße. Ich weiß. Ein. Ah, System-Update, ja. Nur über WLAN, runterladen, ja, mein Gott. Weißt du, wie viel System. Was? What the fuck? Aha, Schatzi. Aha. Rufe ich gerade an oder telefonieren wir gerade? Du, wenn du zuhörst. Warum rufe ich an? Weiß ich nicht. WTF, ich hab doch nichts in der. Mein Handy macht, was es will. Der HTC. Zu intelligent für die Welt. Macht Dinge, die du im Voraus. Auch nicht machen wollte. Ja, gut, da ich aber noch auf Vibration habe und nicht auf den Ton aktiviert hatte, wird so schnell abgelehnt. Ich hätte das jetzt knapp noch 2 Minuten durchgekriegt. Naja, dann weiß ich ja, wie lange ich in Zukunft warten muss. Nur wenn ich Ton anhab. Ja. Oh. Russisch-Ständig zählt alle 10 Sekunden an, damit ich übelst. Beinfetzen nur noch an mir kleben hab. Gibt mir Rotten Flash. Nein, ich will jetzt keine Penner. Flash. Echt? Gerade. Hau raus, Schatz! Hau raus! Mach ich auch. Hau raus, Bitch! Boah, Schatz. Ich bin deine Bitch und ich bin geil. Sag ich doch. Aber du bist geiler. Liebe dich. Niemand macht es. Oh mein Gott. Leute,
Seid ihr bedämmert oder seid ihr behindert? Ihr seid super Spastis. Wir bekommen immer einen Parkplatz. Tja, ich kann angehen. Hattest du irgendwo schon so ein Riesendildo nach oben, ganz nach oben gebaut? Also du kannst höchstens meinen Baum vergewaltigen, den ich im Dschungel gebaut habe, aber ich glaube nicht, dass wir immer so weit rauslaufen wollen. Außerdem hätte ich das gerne lieber bei uns direkt am Haus irgendwo oder in der Nähe. Was die Frage natürlich mit Nein beantwortet. Ich wollte schon sagen, wie war das, wenn du meine Frage beantwortest und dann weiterredest? Tja, wie wär's, wenn ich dir sage, dass ich dich über das Liebe nie verlieren will und mich auf 2 Wochen und 3 Tage freue? Okay, ausnahmsweise. Cindy Nesty was turned into a pile of flesh by possessed armor. Armor. I possessed armor. Meiner Sex-Armor. Ah. Ja, genau. Oh, das erinnert mich schon wieder an San Andreas. Ich hab Dildo im Inventar. Das hat ja Dildo im Inventar. Cool. Stimmt, nach der Mission, wo ich die Olle da richtig hart drangenommen habe, in meinen SM-Anzug, ne? Ja. Oh mein Gott, wie breit soll das Ding sein? Ja, nicht so breit, also keine Ahnung, vielleicht 4 Blöcke. Okay. Also, wo man sich bewegen kann. Insgesamt wären es dann natürlich 6 Blöcke. Was hat denn dein Handy da gerade gemacht? Naja, Systemaktualisierung. Oh, bei mir schon ewig nicht mehr. Ja, ich wünschte, bei mir würde es auch nicht mehr. Alter, ist doch okay jetzt. Sag dem Motto. Zuckungen im Arsch. Hab mich lieb. Eine Zuckungen im Arsch. Ja, lass mich raten. Oh, doch nicht. Jetzt machen wir mal nicht wuschelig, jetzt wird doch mal fertig hier. Jetzt kann ich bestimmt. Wusch, wusch! Wir haben bestimmt wieder irgendwas geändert und habe ich wieder Probleme mit meinem Music Player. Es geht mir voll auf den Sack, das hat alles wunderbar funktioniert. Dann machen die da ihre Systemaktualisierungen. Was App 5 von 37 wird optimiert. Schneewolken! Oh. Die fliegende Insel haben wir nämlich auch noch nicht gefunden. Tatsache. Das war knapp, Bitch! Ja. Liebe Grüße. Wann? Mir. So eine liebe Grüße? Na, an den, der gerade in dein Zimmer ist, falls da gerade einer ist. Da ist niemand in meinem Zimmer. Ja, dann grüßt die Ratten von mir. Sah so aus, als wenn jetzt gerade irgendjemand da gewesen wäre. Ja, sah so aus, es kam plötzlich ein unsichtbares Hand ins Bild, wie du gesehen hast. Ja, da wirst du noch sehen in Outlast, wie ich mich da beschwert habe, weil seit meine eigene Hand vom Player, beziehungsweise vom Charakter, Alter. Du sollst ja nicht an Eiern rumspielen. Nee, ich nur gerade irgendwie. Du sollst ja nicht dein Handy an die Eier legen. Das mach ich doch gar nicht. Herzlichen Glückwunsch, das Handy wurde erfolgreich auf Version 2.24.401.8 aktualisiert. Alter Vater, ey. Super, Wetten, jetzt funktioniert die Hälfte immer wieder nicht. Warte, ich will erstmal gucken. Deine Bildergalerie, damit ich dich sehe. Gut, weil ich hab dich als Hintergrund und als Diaschau. Und das will ich halt haben, damit ich dich bei mir hab. So. Play Music wird. Hat wenigstens die Playlist da gelassen. Playlists. Ja, gut. 2 neue E-Mails. Click and buy. Ja, hab ich auch schon gelesen. Wieder als nicht gelesen markiert. Ach so, wegen der SEPA-Umstellung. Ja, das muss ich mir später nochmal angucken. Es geht mir auch auf den Sack mit dieser scheiß SEPA-Umstellung. Ich meine, dir wird's jetzt wahrscheinlich nichts sagen, oder?
Nee, warum, was ist das? Naja, das ist doch jetzt hier dieser einheitliche Zahlungsweg im europäischen Raum, weshalb in ganz Europa mit diesen, statt mit der Kontonummer und Bankzahl, halt mit dieser SEPA-Nummer gearbeitet wird, also mit der, ich weiß gar nicht, wie sich die zusammenstellt, war das BIC und IBAN, keine Ahnung. Und das wird halt umgestellt und das ist halt super nervig, also. So, was machst du jetzt? Ich glaube, ich habe gerade schon zum zweiten Mal die E-Mail bekommen, die du gerade eben bekommen hast. Cool! Na lol! Plotzi! Komm mal kurz noch rein. Natürlich komme ich zu dir ins Bett rein. Magst du, dass ich dich vorher noch massiere, bevor ich dich... Ich hab gesagt, du sollst noch reinmachen. Ja, warte, ich will dich doch erstmal ganz kurz rein. Oh Mann! Plotzi will nichts mehr von mir. Boah! Ich schätze dich mal mit dir. Was? Nein? Schatz, aus, böse. Böse, 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 ich liebe dich. Ich liebe dich. Nicht schreiben, du musst jetzt nicht schreiben. Schatz, komm, jetzt rede wieder, meine Güte. Bitte? Komm. Liebe dich. Oh, Schatzi, jetzt red doch mal bitte wieder. Komm, jetzt red wieder. Doch, komm. Boah. Gib dir gleich, boah. 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 Deine Mom auch. Boah, ich kack Kinder. Magst du Fische? Ja, ich kack Fische. Gib mir eine Bratwurst. Mit Senf. Oh, ne. Wir sollten nicht immer so viel Insider benutzen. Nein. Also Pech. Ich will zu dir. Warum? Ich will doch auch. Darum ist eine Antwort. Ich will auch. Warum Döner auch? Also ich will auch zu dir. Am meisten. Ich kann diese 2,5 Wochen gar nicht mehr abwarten. Ich will das. Ich kann Fische! Ich hoffe trotzdem, dass die schnell vorbeigehen. Sonst soll ich dich für Eincreme massieren will. Obwohl das wahrscheinlich eher du machen darfst, weil wenn ich mal deine Mom nicht verschont, dann werde ich Crocky sein. Ja. Ja, aber ganz ehrlich, deine Familie ist für mich schon fast wie meine eigene Familie. Also daher bin ich für deine Mom genauso da, wie ich für dich da bin. Geschwiegen. Hm? Liebe dich. Liebe dich auch, das meine ich total ernst. Oh. Ah, lass mich in Ruhe, ihr Penner! Ich hab keine Kekse, geh zu den anderen! Jetzt sieht's aus wie ein Riesenpenis. Hammer. Warte, da ist das noch ein kleines bisschen. Was, damit der Hoden noch dicker ist und es noch realistisch aussieht? Nein, nein, leider hat er den Hoden. Ich mach mir gleich einen Hoden drauf. Ja, dim. So, ich dachte, du sagst, wer wird Millionär? Deine Mom! Das ist cool. Der Party wartet dann noch auf die 3 Millionen, gell? 13 Millionen sogar. 13 Millionen. Ich warte auf die auch noch verzweifelt. Oh, das würde mein Leben so viel einfacher machen. Ja, okay. Hast du nicht mehr arbeiten können? Ja, das ist das Erste. Dann erstmal. Alter, ist ja gerade viel los, ey! Boah, genau, das würde mich mal interessieren. Leute, jetzt so, stellt euch mal vor, ihr würdet jetzt von einem Tag auf anderen 13 Millionen bekommen. Netto, ohne Steuern. Ja, okay, selbst wenn mit Steuern, dann sind so, keine Ahnung, 10 Millionen auch noch da.
Aber trotzdem, ihr seid dann halt, ihr habt mehrere Millionen auf dem Konto. Was würdet ihr machen? Was würdet ihr an eurem Leben verändern? Und wie würdet ihr weiterleben wollen? Also, das würde mich mal mega interessieren. Also, wenn ich erstmal so viel Knete hätte, wirklich so richtig fett viel Millionen. Also, erstmal. Gut, Führerschein habe ich bis dahin sicherlich schon gemacht. Wenn nicht, dann würde ich den noch nachholen. Alles kein Ding. So, und dann würde ich mir erstmal richtig geil ein Strandhaus kaufen. An irgendeinem Oh, schönen Ort. Was denn? Schatzi, guck Ja. mal, Werwolf. Lol. What the fuck? Okay. Komm auch. Nimm das mal Rest in deine Leiste mit rein. Rest tausche das einfach kurz gegen irgendwas anderes. Ich bin Werwolf. Hammer. Meins. Ja, hier gebe ich die aber wieder zurück, weil ich habe weniger Defense. Ich bin Werwolf. So, warte. Halt den Holz, dass ich den da gucken muss. Lass dir den Holzding genau da, da. Ja, gut, Holz hätte ich zwar da gehabt, aber. Ja, ich auch. Ich bin Werwolf. Gut, Platz ist auf. Nein, auf jeden Fall, ich würde mir dann auf jeden Fall irgendwann noch einen richtig geilen Ort, ein richtig schönes Designer-Strandhaus kaufen, beziehungsweise gleich bauen lassen. Dann würde ich mir auf jeden Fall einen schönen Wagen kaufen. Muss jetzt kein super Lamborghini sein oder so, sondern also Ferrari. auf jeden Fall, je nachdem, wir haben ja Familienwunsch. Auf jeden Fall einen Wagen so für mich und einen Wagen, wenn ich und du dann mal Familie gründen. Würde ich auf jeden Fall ein Mustang nehmen. Wieso war mir das gerade klar? Und als Familienwagen, den. Muss sagen, zwei. Nein, nein, den. Auf jeden Fall den Porsche. Wie heißt der denn jetzt? Wie heißt der? Du hast ja das mein Need for Speed Let's Play geguckt. Ja. Und diese schwarzen Porsche von den Gangstern, den Porsche meine ich. Ach, den, oh Ja, Gott. weil das ist ja der SUV von Porsche. Und der würde sich super krass genial für als Familienwagen eignen. Der hat drin so viel Platz, den habe ich mir selber mal angeguckt. Und ist einfach nur einmal geil. Also als Familienwagen einfach nur geil. So, und dann würde ich neben Let's Play noch mir irgendein anderes Hobby suchen. Wahrscheinlich entweder irgendein Sport oder irgendein Instrument, je nachdem. Sport, Autofahren und Fingerübungen am PC. Und dann würde ich jeden Tag nur noch so krass genießen, wie es nur geht. Also, ich glaube, wir sollten mal langsam bei den Sponsoren. Ja, den Spawnfall solltest du ja mal wirklich da hinsetzen. Ja, ich mach dir schon ein Loch, keine Sorge. So. Hallo. Hier ist kein Bett. Doch, da oben. Klaus, was würdest du machen, wenn du 13 Millionen auf dem Konto hättest? Weiß ich nicht. Erstmal BK. Ja gut, ist klar, aber irgendwas Weltbewegendes, was jetzt dein Leben betrifft, würdest du Ich noch kauf arbeiten BK. gehen? Würdest du noch arbeiten gehen oder würdest du. Nichts damit. Vergiss es aus. Äh-äh. Also würdest du wahrscheinlich auf jeden Fall mein Leben mit mir teilen, oder? Yep. Also hätten wir ja schon mal ein Haus, zwei geile Autos und eventuell Familie. Sprich Tochter, Sohn, was so. Dann jeden Tag einfach nur einen richtig krass geilen Zügen genießen. Direkt am Strand so, wo keiner ist, weil halt Privatgelände und wenn jemand kommt, dann gibt das mal auf die Fresse oder einen Elektroschlag. Hab gar nicht, gell? Das ist gut. Boah, ist ja richtig geil, ey. Ist ja irgendwo auf irgendeiner schönen Mittelmeerinsel oder so. Boah, irgendwo. An irgendeinem
Küstenstadt, wo so richtig geiler Sand ist und Palmen und da direkt so eine richtig geile Strandvilla, ey. Boah, ist ja episch. So immer schönes Wetter und einfach nur entspannte Leute und keine Sorgen. Das ist ja richtig geil. Das wäre richtig geil. Da müssen dann noch mit dir zusammen und dann wäre, ich glaube, perfekt, da geht es dann fast gar nicht mehr. Zumindest nicht aus meiner Sicht. Also ich glaube, das wäre echt. Ich hätte mal den IT-Kurs in der Schule belegen sollen, dann hätte ich mal irgendwie mich mehr mit Programmieren beschäftigen sollen, dann hätte ich mir so eine kleine Softwarefirma aufbauen müssen. Und so nach 10 Jahren, wenn die so einen guten Wert hätte, ich die für ein paar Millionen verkaufen können. Das wäre auch so eine super Idee gewesen. Hätte ich nur ein paar Jahre arbeiten müssen, hätte er eine Million, hätte den Rest meines Lebens Ruhe gehabt. Also wenn ich nochmal lebe, mache ich sowas. Du kriegst gerade derbe auf die Fresse, so ich glaube. Leute, vergesst bitte nicht, die Stressliste zu aktualisieren. Immer schon weiterzählen. Ich bekomme gleich noch einen Stresspost. Oh ja. So war ich gestern eigentlich in der Waschanlage. Mann, was ist denn das für eine Dreckschleuder? Hast du wieder das Billigste genommen? Ah ja, ein paar Filme bringe ich natürlich auch wieder mit, ne? So. Also einmal bringe ich es. Also auf jeden Fall will ich mit dir nochmal Traumschiff Surprise gucken, weil das letzte Mal, wo wir den geguckt haben, haben wir den Film gar nicht mitbekommen. Irgendwas haben wir da gemacht, aber nicht den Film geguckt. Hey, Ramen. So, in der Art könnte es sein. Ich glaube, ich habe dich nämlich massiert und eingecremt und die weiteren Details möchte ich jetzt hier nicht nennen, weil das zu privat war. Ich glaube, so war das, ja. Na egal, auf jeden Fall bringe ich dann wieder ein paar Filme mit. Und ja. Ich überlege gerade, ob ich wirklich. Nee. Alter! Sicher, dass ich nicht. Sicher, dass ich nicht Ja, ver. ich bin mir sicher. Okay. Sammelt das schön weiter, Schlampe. Naja, Bitch, mach ich. Schönes mit Magie. Ich habe keine Mana mehr. Schöne sie nicht mit Magie. Ich hätte sie mit Laserschwanz. Gelaserschwanzelt. Laserschwanz. Du ein Schweizer Taschenlaser. So, 34 Rottenschlangen. Das ist voll scheiße, wenn Bruffer. Wie viel haben wir denn zu Hause noch in der Truhe, weißt du das? Oh mein. Ich weiß schon, wer das andere was ich jetzt hin habe. Auf jeden Fall, naja, gucke ich da nachher selber nach. Ich muss ja sowieso einmal zurück. Ja, Leute, tut mir leid, dass das jetzt hier so super interessant ist. Aber oh, dafür labern wir jetzt die ganze Zeit. Sterbe ich dann die ganze Zeit. Ich muss mir in den nächsten 2 Jahren Ausbildung echt mal Gedanken machen, wie man so richtig krass Kohle scheffeln kann. Schwer ist es nicht, man muss nur wissen, wie. Das ist das Schwere. Weil ich meine, guck dir mal bei irgendeinem Luxusmöbelanbieter die Angebote an. Das sind alles Designersachen und die sehen alle super mega hässlich aus und sind super mega teuer. Und diese hässlichen, super mega teuren Sachen gemacht haben, sind super mega reich. Also was sagt ihr? Wir müssen super mega hässliche Sachen machen, Designerprodukte hinschreiben und das dann super mega teuer verkaufen. Ist wenig Arbeit, macht im Höchstfall sogar noch Spaß und scheffelt Kohle. Ganz ehrlich, irgendwie. Also nach meiner Ausbildung werde ich auf jeden Fall mein Leben nochmal richtig umkrempeln. Natürlich mit dir, Schatz. Gut so. Also erstmal raus aus Berlin. Das ist immer die erste Voraussetzung. Dann suche ich mir auf jeden Fall in dem Jahr, in meinem letzten Ausbildungsjahr, beziehungsweise vielleicht auch dieses Jahr schon, etwas, was mir Spaß macht, was auf jeden Fall gut ist. Wo ich eventuell nebenbei meinetwegen auch noch das Abi nachhole. Wäre auch eine Idee. Scheiße, Ich bin ja dann kein Abiturient. Ich bin ja Auszubildender mit Fachhochschulabschluss.
Hochschulreife. Scheiß Abi, Putz. Boah. Hadi hat auch Abi. Merkt man. Piet hat auch Abi. Merkt man auch. Nein, ich meine, wenn ich in der Ausbildung super krass verdiene und nebenbei noch Abi machen kann, ist das auch eine gute Variante. Weil das ist dann auch wieder anders, als wenn man normal in der Schule das Abi machen würde. Das ist ja was komplett anderes dann. Allerdings steht das noch offen. Also ob ich das dann wirklich mache, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall mache ich mir super viel Gedanken, was unseren weiteren Lebensverlauf angeht. Wie gesagt, ich will auch nicht, dass du von mir enttäuscht bist. Wenn es auch so schön ist. Ja, ich hatte heute natürlich die ganze Zeit ein super schlechtes Gewissen wegen der Sache, dass ich halt nicht angerufen habe, weil ich halt uns noch eher Zeit schenken will, damit wir das halt ordentlich machen. Aber ganz ehrlich, wenn wir jetzt sagen wir mal, ich hätte angerufen, der hat gesagt, ja super, dich wollen wir, genau auf dich haben wir gewartet. Im Oktober kannst du ja anfangen, weil du einfach geil bist, du geiles Stück. So, ich würde gerade sagen, weil ich verratig bin. Dann klar, das wäre super cool gewesen und so, aber ganz ehrlich, in den nächsten 3 Wochen, das wäre erstens mal hammerstressig gewesen, weil ich die Sache ja dann mit der Behörde klären muss, dann muss ich mit den Ämtern das klären, weil Umzug und so. Wobei ich ja dann auch nicht mal umziehe, weil ich erstmal eine neue Wohnung dann suchen muss. Das wird dann auch super stressig, weil der Umzug, der kostet auch und braucht ja auch Zeit, also das würde dann wahrscheinlich nur am Wochenende gehen. Und das wäre halt so viel Stress und so ein Faktor. Das würde wahrscheinlich dann alles nur obligatorisch gemacht werden und nicht richtig. So dass wir am Ende da halt uns haben, aber dafür halt ein Ergebnis, wo wir dann erstmal mehrere Jahre dran sitzen, damit das dann ordentlich wird. Also ich will es dann lieber so machen, dass wir beide das in dem Jahr, was wir jetzt haben, planen und dann direkt von Anfang an so machen, dass das am Ende alles so flüssig läuft und dass wir keine Probleme haben. Und dass das halt dann alles auch richtig gemacht wird. Also es bringt mir ja nichts, wenn ich mich jetzt irgendwo hinhetze und wir dann am Ende eigentlich nichts erreicht haben. Du darfst da gerne deine Meinung zu sagen, Schatz. Ich bin gerade so da drin vertieft, diese Eier halbwegs ordentlich zu formen. Du hast mir aber zugehört, oder? Ja. Naja, Leute, sagt mir mal eure Meinung. Wenigstens einer eine Meinung zu. Boah. Nein, klar, ich wollte eine Meinung rein und ihr sterbt. Ich wollte halt nur, dass du weißt, warum ich mich jetzt dafür entschieden habe. Und das sollte. Naja. Wenn du jetzt enttäuscht gewesen wärst von mir, hätte ich das verstanden. Du hättest auch sauer auf mich sein können, aber. Bin ich nicht, wie kommst du darauf? Nein, jetzt im Ernst, das ist. War auch keine leichte Entscheidung, aber im Endeffekt ist es besser. Wie gesagt, wenn ich den Führerschein habe, dann sehen wir uns zu 100% alle 2 Wochen. Egal ob Ferien oder nicht. Was ja auch schon mal ein großer Fortschritt ist, weil ich mit Auto nicht so lange brauche wie mit Bus, weil erstens ich nur eine Autobahn fahren muss. Und zweitens, ich hier direkt dann nach Gera reinfahre und nicht erst nach Jena. Also wie gesagt, es wird spätestens nach dem Führerschein sowieso alles noch ein Stückchen einfacher und ich will auch nicht, dass wir uns selber so viel Stress machen, Schatz. Vertiefst du dich immer noch in deine Eier? Ich liebe dich. Ich liebe dich auch und es wird sich niemals ändern. Eier und Hoden, ja. Genau. Ich will dich nie verlieren, mein Schatz. Ich weiß jetzt nicht, ob ich einen Cut gemacht habe oder nicht. Hast du auch neu gestartet? Nee. Ich glaube, ich bin nicht. Sonst machst du noch einen Cut und wenn du dann guckst, dann von Narod.
Wenn du zwei Cuts hintereinander gemacht hast. Weißt du das? Nämlich gerade bei 35 Minuten. Dann guck ganz einfach nebenbei fix nach. So, Leute, jetzt dürft ihr live mitbekommen, dass wir hier, ne? Und so weiter. So, 3-9, 3-9, 3-9. 391, 39, 393, 393. Ne, ich habe keinen Cut gemacht.